Hallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich höre ihn nur. Wo ist er denn? Was zum Teufel war das? Irgendwie hier ist er, ne? Da oben. Alter, ich glaube nicht, dass wir ihn da durchtreffen, oder? Aber ich glaube, wir kommen hier zu ihm hin. Was ist die Scheiße? Im Rauten. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Ja. Das ist alles nur Einbildung. Es klingt alles nach Schritten. Ja, ich glaube, ich würde ihn jetzt hier durch die Treppe nicht erwischen können, ne? Wir gucken mal, wie weit wir. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ja, hast du. Ich sehe schon Geister. Ja. Schön, dass die sich, so in sich selbst täuschen können wollen. Ich erwische ihn dadurch nicht, tatsächlich. Okay, dann kommt er uns sowieso gleich entgegen. Hallo, kleiner Raider. Meet? Komm raus! Mach ich's kurz und schmerzlos. Ich auch, mit dem Revolver hier. Der ist auch kurz und schmerzlos. Ich versteck mich gar nicht. Oh nein, Dog Meat ist schon wieder runtergefallen. Ich hasse es. Das ist so. Dachtest wohl, du könntest dich. Nein! Ah, es ist zu weit. Komm, wenn du da durchschießen kannst, kann ich auch. Alles klar. Sehr gut. Wir clearen erstmal hier. Alles klar. Und nehmen erstmal alles schön mit. Dass wir es auch wieder verkaufen können. Eine Reparaturwackelpuppe. Ausgezeichnet. Ja, Fusionskerne halten dauerhaft 10% länger. Na, gerne doch. Sehr schön. Oh, Doc Meat ist auch wieder da. Fall doch bitte nicht runter, Junge. Ich leide so mit dir, wenn du das tust. Und es wird Tag. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was es für ein Tag wird. Eigentlich nur ein schöner. Wobei man hier mal ein bisschen genauer gucken muss, um die Schönheit zu entdecken. Ja, ja. Rede weiter. Wo bist du? Ein Geräusch, nur ein Geräusch, sagt er. Hier womöglich. Dog Meat, auf. Nee. Okay. Der Schrank ist leer. Schrotpatronen, okay. Terminal, was hat der denn, der Terminal? Ein paar Informationen für uns. Scheinwerfersteuerung, die machen wir doch gerne aus, oder? Standardisiert. Admin Raider, Einheiten verbunden 2, Licht einschalten. Scheinwerfer zerstört. Ach so, das ist schon der, den wir kaputt geschossen haben. Okay. Und was war das andere? Systemdiagnose. Er ist kaputt. 2 Scheinwerfer verknüpft. Offline-Fehler. Der andere ist aber noch online. Warum können wir die denn nicht abschalten? Bitte auswählen. Verstehe ich jetzt nicht. Warum können wir den anderen... Wissen wir gar nicht. Können wir von hier aus mal machen. Auch wenn wir dann... Ach, das ist ein normaler Scheinwerfer, das ist kein Suchscheinwerfer, alles klar. Gut, das können wir uns sparen. Es klingt so, als wenn hier jemand auf Schnee läuft. Ja, Dog Meat ist schon wieder runtergefallen. Das ist das Problem. Warte mal, hier sind wir eben hochgekommen. Oh, das ist so verwinkelt hier.
waren wir eben schon. Da ist noch ein Suchscheinwerfer, aber da unten, der kann uns egal sein. Scheiße, was war das? Den Arsch? Wie redest du? Alles klar. Das war der andere Suchscheinwerfer. Da ist nix, dann gehen wir hier hoch. Ich denke mal, hier wird auch nicht so viel sein, aber da kommen wir, glaube ich, rein. Ja, dann gehen wir jetzt hier auch endlich rein. Lang genug haben wir draußen rumgetüdelt. Korvega Fertigungsanlage. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Okay, dramatische Kampfmusik. Wobei ich sagen muss, den Soundtrack, den finde ich einfach genial. Von Fallout 4. Das kann ich nicht kaputt machen. Die Idee ist so. Ich finde die so hässlich. Und so ein Gaps. Was? Ihr habt wegen nicht so einen Alarm gemacht. Ja. Also wirklich. Ist hier eine. Oh oh. Powerrüstung? Ganz ruhig, Dogmeat. Erstmal ein bisschen ein Schloss entsperren und sofort eine Haarklammer kaputt machen. Oh Mann. Cool. Jo, wir nehmen alles mit. Sehr gut. Alles gut, Dogmeat. Das ist der Scheinwerfer. Schön, dass sie da überhaupt nicht drauf reagiert haben, ne? Auf die Scheinwerfer. Gut, wir versuchen mal ein bisschen weiter zu schleichen. Hey, halt mal kurz. Die ganze Aufregung wegen nichts. Ja, hey, halt mal kurz. Okay, das ist, verdammt, wo ist sie denn? Auch gar nichts. Abbrechen, bitte. Da geht einer. Okay. Okay, wir arbeiten uns langsam vorwärts. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Ja, alles. Der Wind klingt nach Schritten. Deine Mutter klingt nach Schritten, keine Ahnung. Schritte klingen nach Schritten. Einfach alles. Oh. Was? Da. Krieg dich mal wieder in den Griff. Genau, krieg dich mal wieder in den Griff. Fällt einfach die Treppe runter. Hast du es gesehen? Oh, es sind verdammt viele. Das wird lustig. Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Niemand. Abraxo. Halt. Sicherung, sehr schön. Da ist noch mehr. Wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Tut ja sonst keiner hier. Die lassen ja alles liegen und wenn ich könnte, würde ich sogar einen Besen in der Hand nehmen und loslegen. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da geht's raus. Jemand da? Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Okay, sind die über oder unter uns?
Da geht's wahrscheinlich auch raus aufs Dach. Dann sind die alle unter und... Ist das ein Geschütz? Irgendwas? Ich hab was gehört. Was zum... Im Ernst? Ich nicht. Komm schon. Ja, ich weiß. Dogmeat ist unten. Alles klar. Das Geschütz ist weg. Das hat nicht viel gebracht, verdammt. Der ist hinüber. Oh! Da ist einer. Dein Arm ist gebrochen. Ich hab dir in den Kopf geschossen. Nee, Angst ist es nicht. Boah, das liebe ich ja, ne? Wenn sowas zu mir gesagt wird. Was eben so. Nein! Danke. Okay, den haben wir auch. Mach es jetzt doch lieber manuell. Die Wetz bringt nicht so viel. Zumindest im Moment nicht. Hallo? Geht doch. Wow. So lange, wie es geht. Was denkst du denn? Essen wir ein bisschen was zwischendurch. Wow. Na toll. Oh, das ist ganz schlau. Komm, das ziehen wir jetzt eiskalt durch. Wir können die sehen, wie hart wir sind. Und haben Angst vor uns. Pass auf. Ja. Sehr gut. Was ist passiert? Du hast eine Kugel im Kopf gekriegt. Alter. Direkt vor mir. Boah, ich kann kaum noch was sehen. Wow. Oh nein, ich höre Dogmeat. Ich komme. Ich komme, mein Kleiner. Ja, ich weiß, ich sollte ein Stimpack nehmen, aber mache ich jetzt nicht. Du lebst doch, Mann, oh Mann. Du doch auch. Willst wohl spielen? Ich will mit mir spielen, was? Ja, was denn? Mensch, ärgere dich nicht. Uno können wir auch spielen. Wonach wär dir denn? Da war doch eben irgendwas. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Richtig, nichts mehr zu sehen. Kühlmittelverschluss? Wir haben sie vermisst. Entspann dich. Ich entspann mich, wenn ich kann. Klar? Ach stimmt, ist deine Autofabrik hier. Okay, die sind glaube ich auf einer anderen Ebene. Auf der Meta-Ebene. Malpinsel, sehr wichtig. Der ist eben nicht hochgegangen, wo ich drauf geschossen habe. Da ist auch noch mehr. Das können wir nicht mitnehmen. Warum können wir die Sachen nicht mitnehmen? Das sind alles wertvolle Ressourcen. Das sind alles ganz wertvolle Ressourcen für uns. Halt. Oh, bin ich froh, dass wir die Traglast erhöht haben. Hier diese Aluminiumleiter oder was auch immer das ist. Warum können wir die nicht mitnehmen? Ist auch wichtig. So, hier ist, glaube ich, ein Geschütz drin gewesen. Hallo? Nein! Ja, dann nimm meinetwegen erst das Impro-Gewehr.
Zahnrad auf jeden Fall. Das war auch der Geschützturm. Gristles Terminal. Wahrscheinlich sind das die Geschütztürme, oder? Karawane. Haben heute eine weitere Karawane überfallen. Tja, das ist schon die dritte in einem Monat. Und Freddy hat uns zusätzlich die gute Nachricht überbracht, dass noch eine Karawane in unsere Richtung unterwegs ist. Er sagte, er hätte ein paar Wachen gesehen, aber ansonsten hauptsächlich Zivilisten. Da ist sogar eine Braut dabei, die wie eine Wahrsagerin aussieht und ein Scherzkeks mit einem Cowboy-Hut. Ich werde Jared um zusätzliche Männer für den Überfall bitten. Dieser verdammte Hut gehört mir. Eine Braut, die wie eine Wahrsagerin aussieht und ein Scherzkeks mit einem Cowboy-Hut. Aber der redet nicht von Mama Murphy und Preston Garvey, oder? Datennetzwerk offline. Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte. Ja und? Wir sind autorisiert. Sind wir nicht? Na gut. Oh, ja, Dogmeat, das hast du dir verdient. Die waren so gemein zu dir. Entsperren Korvega Lagerschlüssel haben wir noch nicht. Oder? Doch, haben wir schon. Sprengstoffkiste. Ach. Mehr Gefühl, ist sie einfach mehr Gefühl. Na, geht doch. Geschafft. Na. Wichtige Sachen, da ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Halt. Sicherung, auf jeden Fall. Brauchen wir alles für unsere Siedlung. Okay, da ist aber sonst nichts weiter. Da geht noch was weiter. Und da oben. Da ging es, glaube ich, nur raus, ne? Okay, dann gehen wir hier weiter. Jetzt ein Autoteil hier. Oh, hier ist noch so viel mehr, was wir mitnehmen könnten. Da ist ein Aufzug. Den lassen wir aber nochmal. Plastik. Kaugummi, Flaschen, Eimer. Löscher. Runter geht's auch noch. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Mm-mm. Okay, sind die wahrscheinlich hier. Oh, krieg dich mal wieder in den Griff. Du bist im Weg. Ganz ruhig. Dogmeat. Warum schmeißen die immer, wenn die nicht sehen können? Das ist total dämlich. Du zuerst. Oh, wir müssen beide gleichzeitig nachladen. Das ist auch schön. Okay, die haben wir auch. Erstmal oder was? Nein, ich bin noch hier. Du auch? Hä? Wo ist denn hier noch jemand? Da war doch sonst nichts mehr. Irgendwie über uns oder sowas? Ich glaube ja. Okay, pass auf, dann loote ich erstmal hier alles. Wie immer.
Wobei, das könnten wir auch hinterher machen, ne? Das mache ich dann wieder ohne euch. Ja, komm. Dann sehen wir erstmal zu, dass ich den erwische. Und dann loote ich wieder ohne euch. Also entweder ist der unter uns oder über uns. Dann gehen wir erstmal hier unten weiter. Noch eine Schulterverletzung? Okay, es sind aber noch mehr. Aber weit noch nicht alles. Oh, da ist ein... Oh, Scheiße, das habe ich eben nicht gesehen. Rock, nee, hör auf! Arsch. Ah, jetzt muss ich nachladen. Okay. Okay. Waren das jetzt alle? Oh, nice. Haben wir eine Kuhle her. Die denn jetzt hier? Oh toll, ich muss das mal. Lass mein Hund in Ruhe. Nice, die kommen aus dem Keller gekrabbelt. Okay, hier gibt es verdammt viel zu looten, habe ich das Gefühl. Und wir sind bei Weiben noch nicht fertig. Verdammt. Aber ich wollte das eigentlich alles offen. Screen, nee, hier glaube ich nicht. Offscreen machen, da müssen wir wahrscheinlich doch raus. Oder? Nee, warte mal, hier geht's noch hoch. Da geht's auch noch hoch. Wahrscheinlich oben. Aha. Oh, da ist ein Protektron. Frage ist, wo ist der Terminal für den Protektron, ne? Wir könnten ihn für uns nutzen, aber es setzt voraus, dass ich ein Terminal finde. Ich sehe nichts mehr. Dogmeat. Noch ein Geschützturm. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ach, da oben ist auch noch eins drauf. Davon hält, so genannt zu werden. Okay, das war Geschützturm 1. Jared. Nachladen, nachladen, nachladen. Okay, der ist auch hinüber. Jared. Das war Jared. Schnauze. Okay, das war es aber immer noch nicht. War hier noch ein Geschützturm? Ah ja. Holla nach. Ja.
Okay. Wir haben es aber immer noch nicht. Moment. Genau. Da oben noch, alles klar. Oh Gott. Ja, das mache ich jetzt eh nochmal. Damit ich die Folge beenden kann und damit ich endlich alles einsammeln und looten kann. Verdammt nochmal. Ich hoffe, dass das nicht despawnt. Komm schon. Wahrscheinlich haben wir irgendwie einen einzigen oder sowas draußen übersehen. Was für ein Ärger. Mann, ich will looten. Ich will looten. Looten im Ladebildschirm. Geht leider nicht. Das wäre eine schöne Funktion. Ich bin geschützt. Dogmeat. Kette. Sind wir draußen? Hä? Entschuldige bitte mal, was? Berichte den Siedlern bei... Mensch, das ist ein Erfolg gewesen. Wir sind fertig. Gott sei Dank. Gut, ich gehe rein, loote, was das Zeug hält. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, denke ich mal, bei den Siedlern wieder. Ich sage bis hierhin. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissy. Okay, ich hoffe, ich füge das nochmal hinten an. Wir sind an Jareds Terminal. Sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Crystal entweder die letzten Ghule erledigt haben oder gerade jemanden als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich in die Arbeit machen. Überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen. Alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Ah, er ist auf Mama Murphy getroffen. Und will jetzt auch mit Jet Zukunftsvisionen bekommen, oder? Oder wollte, er ist ja tot. Es sind nicht die Camps. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch keine Erfolge. Aber das Gerücht über kostenlose Camps hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis Psycho neue Visionen bei ihr. Sie ist hier. Gristle sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete. Drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Gristle losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich. Schließlich hat sie das alles kommen sehen. Oh. Okay, Scheinwerfer. Wir haben, glaube ich, die meisten schon... Scheinwerfer zerstört, sehr schön. Turmsteuerung ist, glaube ich, auch alles zerstört. Bitte seien Sie vorsichtig, gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschließen. Verschießen. Oh Gott. Abschaltung. Sehr gut. Über Ihr Verteidigungssystem. Geschütztürme sollten ausschließlich von ausgebildeten Personen genutzt werden. Nutzerbefehle sind auf die Aktivierung. Jegliche Manipulation, Erlöschen, Garantie. Ja, schon klar. Systemdiagnose. 2, offline, offline. Ah, das sind die, die wir erledigt haben. Alles klar. Gut, das war Jareds Terminal. Gut, dann bis zur nächsten Folge.